Guten Abend, meine Damen und Herren. Das ist eine Begrüßung, die diesmal eigentlich gar nicht ausreicht. Denn außer in Deutschland wird man uns auch in Österreich und in der Schweiz zuschauen. Und darum geht noch ein herzliches Grüß Gott zu Ihnen nach Österreich und ein Grüezi miteinander in die Schweiz. Jetzt könnten wir eigentlich anfangen. Es ist ja furchtbar nett, dass Sie ebenso pünktlich zu unserer Verabredung gekommen sind wie ich. Fehlt nur noch die Dritte im Bunde, ohne die unsere Sendung undenkbar wäre, weil sich nämlich alles, aber auch alles heute nur um Sie dreht. Die Musik. Ja, wenn die Musik nicht wär, wär das Leben doppelt schwer und man könnte manchmal verzagen. Denn Musik erwärmt das Herz, hilft dir über manchen Schmerz und du kannst ihn leichter ertragen. Ach, die Welt wär so schön, Verbände, es gäb nur ein Verstehen, weil man ja musikalisch empfände. So wie meine heutigen Gäste. Ich höre so gern Musik, weil man dabei so schön träumen kann. Peter Minich. Mit Musik wird alles besser, mit Musik wird alles leicht. Karel Gott. Bei zärtlicher Musik, da kann man herrlich träumen. Greta Keller. Wenn ich Musik höre, muss ich singen, wenn auch die anderen Leute zerspringen. Gisela Schlüter. Ich mache alles mit Musik. Helmut Barbier. Wir brauchen keine Millionen, uns fehlt kein Pfennig zum Glück. Wir brauchen das Ballett Irene Mann. Musik, Musik, Musik. Ja, wenn die Musik nicht dreht, wird das Leben doppelt schwer. Wenn die Musik nicht wäre. Das ist übrigens auch die Meinung meiner übrigen Gäste. Und außerdem natürlich, wenn Sie nicht wären, meine Damen und Herren. Sie haben meine letzte Sendung so herzlich aufgenommen, dass ich mir vorgenommen habe, Ihnen heute etwas besonders Nettes zu sagen. Aber wie? Wie sagt man sowas? Ich meine, man kann es mit Musik sagen und man kann Blumen sprechen lassen. Und ich habe mich für beides entschieden. Ich sage es mit Musik und durch die Blume. Aber damit mein musikalischer Blumenstrauß nicht allzu schnell verwelkt, bringe ich Ihnen Blumen für ein ganzes Jahr.
Zunächst mal einen kleinen Frühlingsstrauß. Doch wie sieht er aus? Blaue Veilchen, Anemonen und die goldgelben Schlüsselblumen sind nichts anderes als Orationen, die uns der Frühling stürmisch springt. Hyazinthen, Osterglocken, zarter Krokus und weißer Feder sind nichts anderes als Liebeslieder, wie sie die Absehen und sind. April, Mai, Juni, der Sommer zieht ins Land, es leuchtet die Natur und jeder Blumenstand. Tausend gelbe, alle wünschen.
wünschen euch dasselbe, was mein Mund nicht sagen kann. Sagen Blumen aus Amsterdam, sagen Blumen aus Amsterdam. Aha, haben Sie das auch immer üben müssen? Och, oder nein. Vielleicht sogar vierhändig ja, gespielt? Ja, machen wir. Ja, Hausmusik, Karel, das bedeutet natürlich, dass man zu Hause musiziert. Aber dazu kommen Sie doch gar nicht. Wenig. Sie reisen doch ständig um die Welt. Heute hier, morgen da. Was macht es? Ja, aber das wird ja nicht immer so sein. Ich meine, wo würden Sie sich denn mal gerne niederlassen? Ich meine, was lieben Sie? Wo, haben Sie gern die Berge? Ja, oder? Auch, aber am liebsten das Wasser. Deshalb wird bestimmt ein Fluss in der Nähe, wenn ich einmal nicht mehr reise. Oh, da ist aber natürlich die Auswahl reichlich groß, Karel. Nee. Hm? Vielleicht zieht sie's zum Neckar, vielleicht auch zum Rhein. Schließlich ist es am Rhein so schön, am Rhein. Nein, nein, nicht zieht es. Zu der Saale, hellem Strande, auch ein guter Entschluss. Doch gibt's auch in fremdem Lande manchen interessanten Fluss. Durch Paris, da fließt die Seine, na, die wär doch auch nicht schlecht. Nein, ich hab ganz andere Pläne, wissen Sie, was ich gern möcht? Am Rio Negro, ein hübsches, kleines, verträumtes Haus. Am Rio Negro, da hielt ich es nicht lange aus. Dann, wo die Wolga fließt, wo die Wolga grüßt. Nein, auch da nicht. Jetzt weiß ich wo. So, so. An der Donau, wo der Wein blüht. Nein, auch da möchte ich nicht hin. Wohin denn? Na, wohin schon? Natürlich zur Moldau, wo ich geboren bin. Die Täler meiner Heimat, die unser Strom gesehen. Seit langen, langen Zeiten fließt er durch unser Land. Geheimnisvoll gebetes, so silberhelles Band, erzählt von der Vergangenheit, von Freude und Leid. Lauf sich auszuruhen, fand niemals er Zeit. Was immer geschieht, nie verklingt dieses Lied, nie verklingt dieses Lied. Die Sonne schenkt am Tage ihm wunderbaren Glanz, aber sehen die Wellen in der goldenen Sterne Tanz. Der Regen und der Sonnenschein, die Wolken, der Wind sind Freunde auf dem Weg, der unentwegt neu beginnt. Was immer geschieht, nie verklingt diese
dieses Lied, wie verklingt dieses Lied. Klingt dieses Lied. Die Täler meiner Heimat, die Wälder und die Höhen sind voll von tausend Sagen, die unser Strom schon früher Melodien und Texte, die ungeheuer einschlugen, die also, das kann man getrost sagen, richtige Schlager wurden. Meist stammten sie aus populären Opern und wurden dann in den Straßen begeistert geträllert und gepfiffen. Einer dieser ersten Schlager, wenn Sie mir mal diese Bezeichnung gestatten, war übrigens aus dem Freischütz. Wir wie hinterhin dir den Jungfernkranz mit Veilchen blauer Seide. Ja, und dann wurde ja fast ein echter Hit aus Carmen. Die Liebe vom Zigeunerstamm. Moment, Carmen ist meine Rolle. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, ganz besonders, Ihnen meine Kollegin Elisabeth Steiner von der Hamburgischen Staatsoper vorzustellen. Frau Steiner hat natürlich recht, die Carmen ist ein Mezzosopran. Und was ein Mezzosopran ist, ja, wie würden Sie das ausdrücken, Frau Steiner? Ja, meteorologisch. Ha? Ich würde sagen, es ist das Gebiet zwischen einem ausgedehnten Hoch und einem umfangreichen Tief. Das ist sehr gut, ja. Und außerdem braucht man uns Mezzosoprane immer im Duett für die zweite Stimme. Ja, richtig, natürlich. Und da fällt mir ja natürlich sofort wieder der Wilhelm Busch ein. Beim Duett sind stets zu sehen zwei Mäuler, welche offen stehen. Das ist nicht sehr charmant. Nein, eigentlich nicht, aber dann sagen wir es doch anders. Oder sagen wir es gar nicht. Singen wir doch lieber eines der populärsten Duette, nämlich die Barcarole aus der Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach. Schöne Nacht, du liebes Nacht. Stille mein Verlangen, schöner als des Tages Pracht, bist du, liebes Nacht. Wenn der neue Tag erwacht, ist alles Glück. Stille das Verlangen.
Wenn die Musik nicht wäre, wie wäre das wohl? Zum Beispiel bei einem Krimi. Ob Sie sie nicht sehr vermissen würden? Na, am besten schauen Sie sich doch mal einen Kurzkrimi an. Hm? James? Haben Sie Helmut gesehen, James? Ich bin sehr beunruhigt. Nein. Vor einer Stunde hat er musiziert hier. Mhm. Und dann... Und dann? Muss etwas Schreckliches passiert sein. Um Himmels Willen, was denn? Habe nicht gewagt, hinzuschauen. Doch plötzlich... Plötzlich? War es still. Das heißt, nein, ich habe ein Geräusch gehört. So ein Zuschnappen. James, er wird doch nicht... Vielleicht doch. Wir sollten uns Gewissheit verschaffen. Mhm. Oh, James. Oh Gott. Nein, nein, bitte. Bitte Sie, James. Ziemlich langweilig, nicht? Drum machen wir auch das Ganze nochmal, und zwar von vorn und mit Musik. Hm? Madame. Haben Sie Helmut gesehen, James? Ich bin sehr beunruhigt. Nein. Vor einer Stunde hat er noch musiziert hier. Und dann? Und dann? Muss etwas Schreckliches passiert sein. Um Himmels Willen, was denn? Ich habe nicht gewagt, hinzuschauen. Plötzlich? Plötzlich? War es still. Das heißt, nein, ich habe ein Geräusch gehört. So ein Zuschnappen. James, er wird doch nicht... Vielleicht doch. Wir müssen uns Gewissheit verschaffen. Mhm. Oh, James! Nein, nein, nein. Bitte Sie, James. Das war schon besser, nicht? Vielen Dank, James. Vielen Dank, Theo Lingen. Und damit Sie sich nun keine Sorgen machen, wo Helmut steckt und ob ihm etwas zugestoßen ist, hier ist er, munter wie eh und je, Helmut Zacharias. Thank you.
Helmut, sagen Sie mir, was ist Ihre Geige für Sie? Ich meine, ist sie bloß ein Musikinstrument oder ist sie vielleicht mehr? Ist sie sowas wie Ihre kleine Freundin? Das würde meine Frau nicht dulden. Oh. Ich glaube, sie ist mehr als eine Freundin. Sie gehört einfach zur Familie. So wie... Wie ein menschliches Wesen? Anneliese, Sie treiben mich in die Enge. Ich schlage vor, Sie fragen Sie selbst. Das ist ein guter Vorschlag. Liebe kleine Geige, kannst du juchzen? Liebe kleine Geige, kannst du schluchzen? Und noch eine Frage, kannst du singen? Ja, dann sing doch was mit mir. Du-du-du-du. Du-du-du-du. Vielmals, Helmut. Vielen Dank. Ja, eine Geige macht natürlich noch keine Ballettmusik. Das wusste auch Alexander Borodin, als er für seine Oper Fürst Igor die Polowetzer Tänze schrieb.
Meine Damen und Herren, für die mitreißenden Polowetzer-Tänze braucht man natürlich außer unserem Ballett auch ein Orchester und einen Dirigenten. Aber Musik kann auch schlicht und still sein. Dann braucht man nichts weiter als einen einfühlsamen Begleiter wie Professor Günther Weißenborn. Einen Sänger und ein Volkslied wie Heinrich Heines und Friedrich Silchers Unsterbliche Lorelei. Schon seit meiner Kinderzeit habe ich zu diesem Lied eine besondere Beziehung. Nicht nur, weil ich am Rhein geboren bin, ich war auch als Schülerin mehrmals mit der Klasse da und später habe ich dann ganz in der Nähe gewohnt und so manchen Spaziergang dorthin gemacht. Warum? Das weiß ich eigentlich nicht, aber vielleicht hat auch das die Lorelei mit ihrem Singen getan. Aus alten Zeiten, das kommt mir nicht aus.
es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodie. Im Schiff, im kleinen Schiff, Dankeschön. Ein Volkslied muss nicht nur romantisch oder sentimental, es kann auch heiter und derb sein. Unsere nächsten Volkslieder sind in den Bergen zu Hause. Was liegt da näher, als Sie zu einer kleinen musikalischen Bergtour einzuladen? Und dabei begrüßen wir auch meine übrigen Gäste Maria und Margot Hellwig, den Montanara-Chor und die Schlechinger Kindergruppe. Na dann, auf geht's! Da drüben
von Edelweiß ans Grab. Und wenn dann drunten in dem Tal das Abendglöckel läut, da sagt es dir, sein Grab rührt mein Herz gefreut. Wo den Himmel Berge kränzen, Nebel ballen um die Kluft, wo in Gold die Firnen glänzen, beides Abendschimmer. Nach so viel Höhenluft jetzt wieder etwas Bühnenluft. In Florenz spielt Puccinis Oper Gianni Schicchi, die ich schon in meinen ersten Bühnenjahren an der Hamburgischen Staatsoper gesungen habe. Und noch heute, vor allem im Ausland und ganz besonders in Amerika, verlangt man von mir immer wieder Laurettas Bitte, Väterchen, Teures, höre. Musik.
Die kleine Schwester der Oper ist die Operette. Aber auch die Schlager- und Tanzmusik hat eine enge Verwandte. Die Barmusik. Nun, was gehört zu ihr? Zuerst einmal ein Bass. Ein Schlagzeug. Eine Gitarre. Ein Klavier. Und wenn man Glück hat, eine Frau, die seit Jahrzehnten als unnachahmliche Interpretin des kultivierten Chansons bewundert wird. Sie ist übrigens die Erfinderin der tiefen, dunklen Stimme. Noch vor Zara Leander und Marlene Dietrich. Greta Keller. Ich höre so gern Musik, ich liebe alles Schöne. Glaub mir, alles kann trügen, doch sie enttäuscht dich nie. Meine Damen und Herren, wenn eine Frau 50 wird, dann macht sie gerne ein Geheimnis daraus. Wenn aber der Rundfunk 50 wird, so wie in diesen Tagen, lässt er sich in aller Welt feiern. Kein Wunder, wenn man so attraktiv ausschaut wie dieses Mikrofon. Wir alle werden älter und nur diese Dinge, die werden je älter, sie werden immer jünger. Schauen Sie nur mal, wie hässlich Sie waren und wie es klang vor 50 Jahren. Wo hast du denn die schönen blauen Augen her? So lieb, so treu, so rein. Ich glaube fast, das sind schon keine Augen mehr. Das müssen Sterne sein. Wetten möchte ich diese blaue Pracht. Die ist nicht vom lieben Gott gemacht. Es gibt ja nichts, das blau wie deine Augen wär. Gesteh doch endlich ein. Wo hast du nur die schönen blauen Augen her? So lieb, so treu, so rein. Wir alle, wir wären mit der Zeit nimmer ranker. Und nur diese Dinge, die wären immer schlanker. Und zum Umgang, sie lernten sie nur, gehört ein guter Ton dazu. Ich kenne ein kleines Wege im Helenental. Das ist für alte Ehepaare viel zu schmal. Die Jungen aber müssen einkenkt gehen. Und das ist schön. Ja, das ist schön. Das Gras, das dort wächst, macht keine grünen Fleck. Beim ersten Busserl schauen sogar die Bäume weg und kriegen dann als Dank dafür ein Herz mit Jahreszahl am lieben kleinen Wegel im Helenental. Bei Baden, bei Baden, bei Baden, bei Wien. Und nächsten Sonntag gehen wir alle hin. Was ist aus dem Mikro mit 50 geworden? Ein leuchtendes Schmuckstück, ein glänzender Orden. Und selbst Evergreens klingen wie neu. Kein Vergleich zu einst im Mai, wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Wenn die Kühe in meine Einsamkeit dringt,
kommen ins Zimmer Schatten herein. Sie starren mich an, bleiben ganz stumm, da warte ich dann und weiß nicht warum auf ein Wunder, das mir Licht ins Dunkel bringt, wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. Liebes Mikro, wie geht's mit dir weiter? Wie klingen später mal meine Lieder? Ach, das hat ja noch Zeit, das liegt noch so weit. Doch in 50 Jahren, da sprechen wir uns wieder. Vielen Dank, Rita Kehrer. Und ich hoffe, wir sehen uns schon etwas eher wieder. Ja, nun vom Rundfunk-Chanson zum Filmlied. Und damit zu einem weiteren Gast aus Wien, zu Peter Minich. Hallo Peter. Danke. Tja, Peter, ja? Als die Bilder sprechen lernten, da lernten sie auch singen. Ja. Und dann wurde der Filmschlager geboren, genau. Nicht wahr? Ja. Es gab solche, die hat man heute gehört und morgen schon wieder vergessen, ja. Aber es gab auch die sogenannten Evergreens. Ja, ja. Ja, und immer wieder gab es auch ein Sängerpaar, für das die Drehbuchautoren Situationen erfanden, in denen es sich singend in die Arme fallen konnte. Genau. Ja. Naja, gäbe es heute noch einen Musikfilm, mhm, dann wären es vielleicht Anneliese Rothenberg und Peter Minich. Oh. Aber gestern waren es Martha Eggert und Jan Kipura, mhm, und ein Paar, das in den 30er Jahren mit Filmen wie Maienzeit und Rosemarie. Genau, ja. Und auch mit Liedern, die auch heute noch nichts von ihrem Zauber verloren haben, das Filmpublikum der ganzen Welt eroberte. Ja. Janet McDonald. Und Nelson Eddy. Gibt es auch viel von hier?
mir, dort möcht ich gern mit dir sein. Dort fühlt man den Zauber einer anderen Welt, die uns so geheimnisvoll gefangen hält. San Francisco, du bist die Stadt für mich, die so viel hat. Versäumt hast und nicht mit mir vom nächsten Tag geträumt hast. O Rosmarie, ich lieb dich, ich singe es in die Welt hinaus. Solang bis auch die anderen alle singen. O Rosmarie, es rauschen es heimlich die Wälder, der Liebe im entzauberndes Lied. Und haben zusammen gefunden zwei lebende Herzen im Mai. So bleiben sie ewig verbunden. Und jetzt wieder einen Instrumentalsolisten, genauer eine Solistin. Eine Geigenvirtuosin von internationalem Format, die zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auftritt. Ihr Begleiter am Flügel ist ein bekannter Bühnen- und Fernsehschauspieler, dessen Hobby die Musik ist und der sich Ihnen heute einmal von einer ganz anderen Seite zeigt. Karl John! Und nun, meine Damen und Herren, freuen Sie sich mit mir auf Gisela Schlüterella. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren.
Entschuldigen Sie den kleinen Akzent in der Sprache, aber ich habe lange in Italien studiert. Wollen Sie sich nicht setzen? Danke, bin Stehgeigerin. Ich setze mich nicht mehr in so ein kleines Orchester wie das von den Zacharias. Dabei hat er mich vorhin ganz stolz gefragt, haben Sie mal gezählt, wie viele Geiger ich habe? Nee, er hat gesagt, ich bin doch kein Geigerzähler. Oder glauben Sie, dass es bei mir tickt? Glauben Sie es? Aber ich bitte Sie. Nun sehen Sie. Ja, also, was spielen Sie heute? Geige. Wieso heute? Ich spiele immer Geige. Nur privat in der Küche, da spiele ich Geschirr. Ja, ich meine doch, welches Stück? Ein Stück für Geige natürlich. Ja, dass Sie kein Theaterstück spielen, das ist ja klar. Das ist gar nicht klar. Theater habe ich auch schon gespielt. Hamlet, die berühmte Stelle, der Rest ist Geigen. Wo ist denn mein Kollo? Mein Kollo! Ach, ich verstehe. Sie spielen jetzt was von Kollo. Mein Kollofon, schon. Ach, da ist es. Nee, ich spiele ein Gabri, ein Gabri. Ein Capriccio. Ebbo, ein Gabri-Lied. Wenn bei Gabri die rote Sonne... Im Tango-Rhythmus. Nee, im Meer versinkt. Ja, also welche Tonart? Tja, was haben Sie denn für eine da? Alle. Dann geben Sie mir eine möglichst hohe. Wie hoch? 589 Meter. Wie bitte? So hoch liegt Gabri. Super. Den kann ich doch nicht Tiefland spielen, ne? Ich gebe Ihnen jetzt mal ein A. Stimmt. Was ist? Lächeln wir nur los? Sagen Sie mal, haben Sie eigentlich schon zu Abend gegessen? Das ist doch egal. Das ist gar nicht egal. Ich bin mit hungrigem Magen nicht spielen. Ich brauche eine gute Grundlage. Schon gut, schon gut. Zum Beispiel Rührei mit Schinken. Also, können wir jetzt oder nicht? Ich kann. Ich habe ja zu Abend gegessen, oder? Ölsardinen auf Toast. Wenn bei Gabri die Ölsardine im Meer Verzeihung. Wenn bei Gabri die rote Sonne im Meer versinkt. Sagen Sie mal, was ist denn das? Das ist das Meer. Das ist... Das Wasser! Zu früh, viel zu früh! Erst kommt doch der Strand, ne? Also der Gabri, der Gabo. Was ist denn das? Das sind die Spitzensteine. Spitzensteine? Wo? Ich meine, wo denn Spitzensteine? Am Strand, am Marina Grande. So, die gehören doch jetzt nicht hierher. Da haben sie aber recht. Nun stell dich mal vor, die lächeln hier so rum. Da könnte ich das Ballett gar nicht huppen. Höchstens als sterbender Schwan. Wenn bei Gabri die rote Sonne. Ja, und das, was ist das jetzt? Das sind die ganz kleinen Steinchen. Ampicula Marina. So, jetzt sind wir am Meer, jetzt gehen Sie plätschern. Moment, erst muss ich das Stück noch ansagen, oder? Wenn bei Gabri die rote Sonne. Was ist? Haben Sie das Wasser abgestellt? Hübsch, sehr hübsch. Gefällt's Ihnen? Sehr hübsch. Die roten Tulpen. Ich habe ein neues Kleid, da sind auch Tulpen drauf. Immer abwechselnd. Eine Rose, eine Tulpe, eine Rose, eine Tulpe. Wieder eine Rose, wieder eine Tulpe. Nee, dann kommt eine Zwiebel. Hab ich mir extra fürs Fernsehen machen lassen, aber der Regisseur meinte, das Kleid wäre mehr was für den Rundfunk. Und dann habe ich noch ein anderes Kleid, also, das muss ich mal erzählen. Also ganz fein. Wenn Sie jetzt nicht anfangen, dann höre ich auf. Wie? Der ist wohl nicht ganz glatt, was? Nun sagen Sie mal, Ihnen haben Sie wohl einen kalten Puffer auf die Brust gelegt, was? Nur sowas. Ich hätte doch lieber nach Palma de Mallorca machen sollen.
Ich hatte so ein schönes Angebot von der Wohnungsbaugesellschaft. Von der Wohnungsbaugesellschaft? Ja, die haben gesagt, wo Sie spielen, fallen sofort die Grundstückspreise. Also bitte. Ja, was denn? Was denn? Nun ist es zu spät. Zu spät? Für was? Für die Sonne. Gerade ist er nämlich im Meer versunken. Tja, meine Damen und Herren, wem sage ich es? Unsere sächsische Geigenvirtuosin war natürlich Gisela Schlüter, die mir übrigens demnächst Konkurrenz machen will. Sie soll nämlich die Titelrolle in der Oper Die Stumme von Portici übernehmen. Sagen Sie, Gisela, können Sie mir mal verraten, wo man sowas lernt? Das gleiche spielen? Nee, das Sex. Das ist so, ich bin zwar in Berlin geboren, aber in Dresden zur Schule gegangen. Ah, drum. Also ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Gisela Schlüter, und bei Ihnen, Karl John, dass Sie diesen musikalischen Jux beigesteuert haben. Herzlichen Dank. Zum guten Schluss, meine Damen und Herren, kommen wir zu einer Musikform, die wir überhaupt noch nicht berücksichtigt haben. Das sogenannte Loblied. Hören Sie also bitte ein Loblied auf die musikalischste Familie, die das 19. Jahrhundert hervorgebracht hat. Die Familie Strauß. Und glauben Sie ja nicht, dass wir einen der Sträuße vergessen haben. Man kennt sich schließlich aus bei Strauß, weiß, was von wem ist und woraus. Auch dass nicht jeder Blutsverwandt, der unterm Namen Strauß bekannt. Da wäre es einmal der Johann, und zwar Johann Vater. Es spricht doch für sein Talent, dass jeder noch heute den Radetzky-Marsch von ihm kennt. Übertrumpft von seinem Sohn, der grad so wie sein Vater hieß und alle Welt nach Wien schauen ließ. Man nannte ihn überall, nur den Wahl so König, und was er auch immer schrieb, an Walzer.
nicht mehr. Haben Sie ihn gehört? Noch nicht, ich bitte Sie. Die Dings, die Schulz, ja ausgerechnet die. Die ratscht und klatscht, sie glaubt es nicht und wie. Die tritscht und tatscht, ich tät ja sowas nie, nie. Musik muss nicht unsterblich sein und ein Talent nicht erblich sein, um doch was bei den Sträußen so wie auf der Welt sonst nirgendwo. Da waren auch Johanns Brüder zum Beispiel, der Eduard, auch er war ein Komponist, von dem manches Tänzchen uns noch erhalten ist. Wirklich sein, dass wir zwei.
als aus anderem Haus. Ihn zu erraten ist nicht schwer. Ich frage Sie, wer ist es, wer? Vor allem war er der Jüngste, ganz recht, das war Oskar, was immer von ihm man hört. Sein Charme macht all das, was er schrieb, so liebenswert. Wenn des Tages Stunden sich neigen, wenn sich der Liebe Reigen schließt, lockt der Nächte zärtliches Schweigen, bis du die ganze Welt vergisst. Stunden sich neigen, wirst du der Liebe wohl verstehen, denn der süße, zärtliche Reigen macht heute Nacht die Welt so schön. Wieder gehen und die Welt ja nicht.
Das, meine Damen und Herren, war unser Schlussakkord. Jetzt heißt es leider Abschied nehmen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauer, bei Ihnen, liebe Gäste, und natürlich auch bei der Dritten im Bunde, bei der Musik. Ja,